So, meine Damen und Herren, mein Name ist Jakob Heinrichsberger und ich sitze da mit der Astrid Franz und wir haben die Ehre für euch das offene Doppelfinale zu kommentieren. Schauen wir uns ja vielleicht gleich einmal die beiden Spieler an, die beiden Paarungen an. So, wir sind hier auf der linken Seite und ich ganz im Bild den Daniel Burmettler schon einmal. Der spielt mit Benjamin Wilford, der wird sicher gleich ins Bild kommen. Und auf der rechten Seite haben wir den Benedikt, ehemals Glocker, jetzt Posch, und den Erwin Krammel. Vielleicht ein paar Worte zu den Spielern. Ich habe jetzt gerade gegen Benny gespielt. Benny ist super drauf, habe im fünften Satz verloren. Und ich habe tatsächlich auch im offenen Doppel gegen den Erwin und gegen den Benny auch im fünften Satz verloren. Im Viertelfinale, glaube ich. Der Benny hat ein besonders gutes Halbfinale gespielt. Das war sehr beeindruckend. Der Erwin war solide. Daniel. So. Wir hören jetzt hier auch den Thomas Wagner. Er wird für Stimmung gesorgt. Wir schauen uns jetzt vielleicht das Spiel auch reißen an. Bravo! Schön macht er das, der Wagner. Sehr gut macht er das. Er hat zwar keine Stimme mehr, aber er macht das immer noch sehr gut. Astrid, was sagst du? Wie sind deine Erwartungen an das Spiel? Also ich würde schon sagen, Wilford, Burmettler sind für mich die Favoriten. Das würde ich auch so sehen, wobei stark darauf ankommt, also wenn der Benedikt so spielt, wie er gestern im Halbfinale gespielt hat, dann könnte das eine sehr, sehr interessante Partie werden. Ja, sehe ich auch so. Und sie haben sich halt jetzt auch als Außenseiter schon einige Male durchgesetzt und haben im Prinzip nichts zu verlieren. Also eigentlich können sie ohne Druck aufspielen. Absolut. Also ich glaube, sie sind jetzt auch nicht mehr Favoriten, oder? Sie können gut überraschen. Ja. Benny bekannt, er lässt sich lange Zeit beim ersten Ball, schaut sich die Technik ganz genau an, kann gleich scoren auf den Erwin. Kann gleich sagen, der Benny hat heute einen sehr guten Read. Ich bin nun in meinem Einzel-Viertelfinale zu einer viel schnelleren Deckung gestiegen. Das hat bei mir deutlich besser funktioniert. Also ich glaube, wenn man dem Benny die Lücken lang zeigt, ja, so wie jetzt, dann geht es ganz schnell. Und der Benny und der Erwin müssen da jetzt ganz gut aufpassen, weil wenn der Benny ein gutes Gefühl am Tisch hat, dann gehört er für mich tatsächlich zu den besten Spielern der Welt. Und da gilt es jetzt gleich einmal, was dagegen zu machen. Ja, absolut. Also gleich mal den Lauf brechen. Benny mit einer Kante, mit sehr viel Winkel, wäre jetzt wichtig für die beiden, wenn er gleich scoren kann. Nach Gutzeit, das ist sein Paradeschuss, der nach oben. Wichtig für die beiden, dass sie das jetzt einmal anschreiben können. Ah, sehr schöner Pass, auch wie er den stoppt. Also technisch einfach. Der Benny wirkt aktuell sehr solide. Ja. Es geht verhältnismäßig sehr schnell. Ja, Benny muss sich auch gar nicht viel Zeit lassen, fühlt sich gut. Hat sich beim ersten noch gut Zeit gelassen und danach aber einen sehr schnellen Read auf den Erwin bekommen. Benny legt jetzt auch. Also der kommt langsam ins Spiel. Und wieder der nach oben. Ich würde darauf ankommen, wie schnell der Daniel das jetzt lesen kann. Ja, Benny, das war sehr auswendig, also das hat sich vorher gut angeschaut, dass es offen ist, aber Benny ist natürlich noch, bringt auch mit. Er hat ihn jetzt einmal zugemacht, dass er den ersten Block. Oh, technisch ein bisschen ein Fehler, also ich fall gleich raus. Hätte ich die Lücke eigentlich gesehen. Können wir vielleicht die Verteidiger auch einmal ins Spiel? Von denen haben wir bis jetzt noch nicht gespielt. Ja, bis jetzt haben wir rein offensiv gespielt. Offensiv würde ich jetzt den Daniel als den stärkeren Verteidiger einschätzen. Ja, wobei, was man sagen muss, beim Erwin, der spielt halt aus der Schubposition. Und generell gefühlt würde ich sagen, das verteidigt jeder ein bisschen ungern als ja, Zug, wenn er ja, gut ist. Definitiv. Und der Erwin hat vor allem auch sehr viele Passoptionen auf den Benny, auch im Halbfinale und auch schon im Viertelfinale. Also werden wir sehen, wie er auf den Benny schießen kann. War zwar jetzt nicht der Wunderschuss, aber sein Stürmer hat den Ball und das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann als Verteidiger. Immer fit. Ein bisschen abgerissen, aber den nehmen sie gerne mit. 3-3. Die ist komplett offen. Ja, ist jetzt der wichtigste Ball im Satz. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt ein Timeout von Benny sehen werden. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Entweder auf der 5 oder auf der 3.
werden wir sehen, ob er gleich wieder den schnellen Schuss riskiert. Schaut sich jetzt lang an. Wieder der nach oben. Wundert mich fast ein bisschen. Also das zeigt einfach, dass der Benny einfach sich sehr gut fühlt. Und wahrscheinlich auch, dass er glaubt, dass er auf den Erben einen sehr guten Read hat. Starker Schuss in die Verteidigung. Daniel kann ihn bei sich behalten. Du spielst ja mit dem Daniel Mixed Doppel. Mhm. Der spielt er im Sturm. Was würdest du sagen, zeichnet den Daniel am meisten? Das ist ein schöner Schuss. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass der Daniel einfach so ein Allround-Talent ist. Selbst wenn man eher im Sturm steht, denke ich mal ganz, dass man eigentlich nach hinten gehen, weil er hinten einfach so stark schießt. Also offensiv ist ein Wahnsinn. Ich glaube, er ist im Moment ein bisschen unzufrieden mit seiner Leistung als Verteidiger. Und ich beim Verteidigen. Drückt doch das einen Stürmer sehr schön. Vielleicht Spurtechnik auch gewesen jetzt. Aber das gehört mir dazu. Also ich habe gestern das Vergnügen, das Halbfinale zu kommentieren, und ich habe zum Daniel nachher gesagt, das war von ihm eine perfekte Partie. Also da ist auch das Daniel jetzt. Mhm. Jede einzelne Entscheidung war gut in diesem Halbfinale. Mhm. Also da hat er sich einfach nicht viel vorzuwerfen, und er hat es auch geschafft, was ich gut für ihn finde. Er hat eine komplett andere Deckung gespielt gegen Lukas Meierhofer, als er normalerweise spielt. Und das kommt vom Teamchef Benjamin Wildfort. Und das hat sehr gut funktioniert, und das ist wichtig für Daniel, dass er auch defensiv sich noch weiterentwickelt. Ja. Weil ich glaube, offensiv ist er schon ein sehr kompletter Spieler. Ja, das sehe ich auch so. Benny lässt sich wieder viel Zeit. Wieder der nach oben. Also ich glaube, ich habe jetzt noch keinen einzigen nach unten gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Auf den Benny jetzt Druck natürlich. Wobei ich glaube, der Benny kann gut mit Druck umgehen. Wirkt so, zumindest. Zumindest jetzt mal in der Partie. Dann wäre jetzt ein grandioser Zeitpunkt, einen zu halten. Sieht auch, dass er hat den nach oben mehr zugemacht. Und prompt, Bene hat das natürlich mitbekommen. Ja, sehr starke Schussleistung. 4-4, Satzball. Ja, Benny geht schon, das ist die dritte Bande. Das war die dritte Bande, also da hätte er eigentlich theoretisch den Ball schon verlieren können. Bene hat es nicht moniert. Etwas Glück ist wieder zum Ball gekommen. Und da ist das Tor. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen überrascht, dass der Benny so schnell schießt. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich anders. Aber ist das, glaubst du, ist das so der Plan gegen den Erwin, gegen die langsame Deckung vom Erwin, dass er da aufs erste Loch schießt? Oder ist er im Moment noch im Blindmodus, dass er sich das gar nicht so genau anschaut, sondern dass er einfach eine schnelle Aktion macht? Im Blindmodus, glaube ich, beim Benny grundsätzlich nie. Ja, ich glaube schon, dass er das manchmal hat. Vor allem dann, wenn es läuft, wenn er es laufen lassen kann. Ich glaube, dass es jetzt viel Gefühlssache bei ihm ist, dass er sich einfach, so wie du sagst, gut fühlt. Mhm. Noch nicht die Notwendigkeit sieht, da jetzt länger zu warten. Mhm. Und im Endeffekt hat er es ja auch bewiesen, es hat bis jetzt gut funktioniert. Das stimmt. Wobei, wie gesagt, auch der Bene hat eine sehr starke Leistung auf der 3. Auch auf der 5? Also. Ja, natürlich. Gegen Benny muss man mal konstant durchspielen. Ja, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen davon abhängen, wie stark die Verteidiger ins Spiel kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einen Satz sehen, wo quasi 100% geschossen wird. Mhm. Also sowohl der Erwin wird jetzt irgendwann noch einmal zum Halten anfangen, und beim Daniel bin ich mir da fast noch mehr sicher. So, wir starten mit dem zweiten Satz. 1-0 für Wilfried Burmettler. Gibt es auch den ersten Block von Benny? Auch gleich Druck. Benny wirkt sehr präsent. Ja. Ja, smart vom Erwin, dass er da die Seite wechselt, weil der Benny war bereit für eine Aktion. Guter Schuss. Das hat den Erwin auch im vierten und Halbfinale ausgesehen. Er behält die Bälle wirklich bei diesem Turnier extrem gut in seinem Bereich. Strahlt da jetzt nicht die größte Torgefahr aus, aber richtiger Pass. Technisch ein bisschen unsauber gestoppt. So, was wird der Daniel uns jetzt zeigen? Ich glaube, es wird ein Schuss kommen. Jetzt. Bisschen glücklich. Ja. Man kann halt auch nicht jeden bei sich behalten. So, Erwin ändert doch nichts an seiner Deckung. Ja, ich glaube, der Erwin muss jetzt was ändern. Also da auf diese Deckung hat der Benny so einen guten Read, da braucht er nur einen Schuss, das ist zu einfach.
Was würdest du vorschlagen? Schneller stehen bleiben, was auch immer. Er muss auf jeden Fall etwas verändern. Das ist immer ein guter Indikator für einen Stürmer, für einen Verteidiger. Wenn ein Stürmer mit nur einem Schuss hochprozentig auf mich scoret, dann muss ich was ändern, weil dann weiß der was. Elli feuert hier den Bene an. Schön, dass du da bist, Elli. Ja, wieder nach oben. Also es wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt für einen Timeout, glaube ich. Vielleicht. Ja, aber ich glaube, der Bene möchte gleich weiterspielen. Schöner Pass. Ja. Benny hat da den richtigen Read, aber nicht genau in der richtigen Position. Ja, Daniel macht jetzt oben zu. Das sieht der Bene natürlich auch. Aber auch der Daniel muss da jetzt langsam was verändern, wenn er defensiv in die Partie kommen will. Aber solange der Benny auf der 5 der bessere Spieler ist, ein bisschen glücklich, aber der Ball ist trotzdem bei ihm. Ja, und solange die 3 so funktioniert. So, jetzt ändert er Erwin was. Jetzt merkt man es richtig. Es wird schneller, es kommt trotzdem der gleiche Schuss. Es macht aber nichts. Es ist trotzdem gut, dass der Erwin hier Dinge verändert. Aber wenn du 1,5 Sätze lang immer denselben Schuss bekommst, vielleicht muss man dann einfach mal dort stehen bleiben. Schwierig. Also dort stehen bleiben gegen einen Benny ist natürlich total schwierig, weil, wie du selber gesagt hast, der Benny schaut eigentlich immer. Und ich habe es von mir auch gemerkt, dieses Stehenbleiben hat überhaupt nicht funktioniert gegen ihn. Das hat er sofort ausgenutzt. Mhm. Ja, jetzt ist da oben auch er zu. Jetzt kommt vielleicht der erste runter. Ja, da kommt das Timeout. Ich glaube, du musst ihn einfach einmal dazu zwingen, einen anderen Schuss zu machen. Vermutlich, ja. Wobei man natürlich schon sagen muss, Benjamin Wilford verbinde ich offensiv mit lang runter. Wenn man sich da jetzt auch anschaut, der Bene und der Erwin sehr nachdenklich. Und die Gesichter von Daniel und Benny sind doch sehr entspannt, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, da ist viel Zuversicht im Moment da, die wirken sehr entspannt. Vielleicht wäre jetzt auch ein Wechselgang schlecht gewesen, dass der Bene versucht, einen zu halten. Ja, man merkt aber, es erinnert auf jeden Fall was. Ja. Er will ihm den nicht geben, aber es kommt wieder der Schuss. Ja, Erwin ist jetzt schon ein bisschen frustriert. Ich meine, dieses Lachen ist zwar natürlich überspielend, aber das muss ein bisschen frustrierend sein. Immer den gleichen zu bekommen, ist nie lustig. Vor allem, es bringt ihn dann auch in eine blöde Situation, weil man kann sich ja gar nicht dann nur noch auf den konzentrieren, weil man das ganze andere Tor aufmacht. Natürlich, du kannst ja nicht das restliche Tor aufmachen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber natürlich wird in dem Fall auch der Druck auf den Bene. Wird größer, ja. Das war nicht gehalten, das war daneben geschossen, aber unter Druck ist es halt schwieriger. Das war die Stange, glaube ich. Das war die Stange, ja. Hätte ich auch so gesehen. So. Daniel macht es genau richtig. Sichere Schüsse in die Deckung. Ja, das ist. Kommt noch einer nach oben. Wetten werden angenommen. Ah, da ist der erste Runde und den hält er ja nämlich. Das ist sehr spannend. Ja, kurz ins Geschiss von Benny schaut, da war ein kurzes Grinsen zu sehen. Der weiß ja selber auch ganz genau, was da passiert ist. Guter Pass. Nicht stoppen können. Ja, da kann der Benny auch mal einen blocken. Die müssen jetzt so lange wie möglich in dem Satz drinnen bleiben. Also so lange wie möglich da drinnen bleiben, vielleicht noch ein bisschen dran schnuppern, auf 4-3 rankommen, dass der Benny auch mal Druck spürt. Stimmt, gleich in den. Aber in den dritten Satz zu gehen, wäre jetzt wahrscheinlich hilfreich für sie. Aber der Ball landet wieder auf der 3 für Benny. Gibt es auch gleich die aufmunternde Geste für seine Frau. Und da ist er nach unten. Ja, war klar, dass das irgendwann kommen muss. Ich glaube, jetzt sollten sie bei der Benny und der Erwin wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Ja, vom Tisch weggehen. Vom Tisch weggehen. Sind einmal alle vom Tisch weg. Das können wir euch leider die Spieler nicht zeigen. Die haben beschlossen, sie gehen jetzt alle ein bisschen weiter weg. Aber sehr spannend, was hier im Kopf passiert. Ich sehe jetzt mal die Daniel und den Benny auf der Seite. Die wirken ja, sehr entspannt. Ja, tiefenentspannt. Klar, 2-0 Satzführung. Benny ist gut gefühlt. Jeden. Daniel hat noch nicht allzu viel Arbeit. Ja. Aber sie sind schon wieder da, okay? Ja, es ist auch kein Timeout genommen worden. Also ich find, irgendwann müssen sie ja damit anfangen, das zu brechen von Benny. Sehr schön, das ist von Benny. Ja, und jetzt kommt er runter.
ist halt jetzt schwierig. Also der Erwin ist natürlich da jetzt in einer Zwickmühle. Aber vielleicht wäre es einmal nicht schlecht, wenn der Benni die Auflage hat. Zu wechseln jetzt, ja. Habe ich mir vorher schon gedacht, beim Timeout auf der 3 von Benni, da wäre ein Wechsel sicher die richtige. Wer ist das Halbfinale, fragt der Janik, aber das ist das Finale. Ein Doppel. Also, Halbfinale ist schon gespielt. Das sind die Gewinner. Das offene Doppel ist ja gestern schon gespielt worden. Genau. Heute war nur noch das Finale zu spielen. Was ist ein Pin? Ich habe gar nicht hingeschaut. Das ist auf jeden Fall schnell. Da ist der Wechsel. Der kann natürlich auf der 5 vielleicht auch was verändern. Und der Benni hat jetzt auch gegen den Benes sehr gut mitgespielt. Ja, Erwin ist dran. Benni kriegt ihn trotzdem durch. Aber schauen wir mal, vielleicht. Sie verteidigen halt ganz anders. Mhm. Sieht man auch gleich, beim Benni schaut das ganz anders aus. Ja, da kommt aber das Timeout. Das ist natürlich extrem smart von Benni, dass er sich da jetzt so viel Zeit wie möglich nimmt, sich diese Deckung anzuschauen. Weil auf die hat er noch keinen einzigen Ball geschossen. Und da sind wir ja gut. Der Benni ist ja jemand, der sehr früh eigentlich von der Timeout schon hat. Ja, geht da jetzt auch relativ schnell wieder zum Tisch. Also ich glaube, zuversichtlich ist er trotzdem. Ja, komm, schnell. Das ist der schnelle Schuss. Jetzt ist schwierig, also ständig unter Druck. Der Erwin und der Benni. Schaut bis jetzt nach einem Favoritensieg aus. Mhm. Ja, trotzdem eine sehr konstante Leistung von denen. Also die 5 auf 3. Ja, er braucht jetzt Unterstützung von seinem Verteidiger. Da muss jetzt auch mal offensiver Druck gebrochen werden. Emotional wird der Erwin. Ich würde vielleicht trotzdem noch einmal wechseln. Ich würde das auch machen wahrscheinlich. Das passiert auch. Passiert auch. Ja, der Erwin ist da dran. Ja, Timeout, richtige Wahl. Bene keinen einzigen geschossen auf der 2. Ich wollte gerade fragen. Erwin eigentlich solide. Schuss von Bene wäre keine Alternative für den Satz. Also, es ist ja so, dass der Bene extrem gut ist beim freie Bälle catchen. Mhm. Da würde ich jetzt den Erwin doch deutlich schlechter sehen. Und Probleme beim Clearen habe ich jetzt den Erwin eigentlich nicht gesehen. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch an Timeout genommen. Schauen wir mal, ob mir recht gegeben wird oder ob es komplett falsch ist. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Optimal wäre natürlich jetzt ein Tor von Erwin. Ja, bleibt jetzt einmal auf der 5 hängen. Das war eine ähnliche Situation wie vorher. Der Benni wartet da auf eine Aktion. Auch hier, das war ein direkter Konter, da hat der Benni genau gewusst, was passiert. Vielleicht sollte er doch wieder auf die Zugseite wechseln. Ja, oder das mit dem Clear. Also so, ja. Man kann da natürlich jetzt sagen, das ist total glücklich, aber das war sicher die gescheitere, die intelligentere Variante, als da jetzt nochmal den Schuss zu probieren. Daniel hält jetzt auch den ersten, das ist ein guter Zeitpunkt. Mhm. Ja, Benni technisch ein bisschen unsauber, der war eigentlich sehr offen der Pass. Ja, jetzt gibt es einen Fehler auch von Erwin, das könnte teuer werden. Er wird bestraft. Wieder der schnelle Schuss. Jetzt zeigt der Benni auch gleich ein bisschen Emotion. Natürlich auch ein bisschen demotivierend für Erwin, wenn du halt gar nicht über dir reinkommst. Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der schon viel hinten gespielt hat, es gibt solche Partien, aber es sind die, an die man sich nicht gern zurückerinnert. Daniel hält wieder einen. Sehr spannend, dass der Benni da jetzt die kurzen Optionen forciert. Er war eigentlich erfolgreich mit seinen langen Schüssen. Sehr schöner Pass. So, Benni, auf der 3. Ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr in der Mitte mit dem Ball, als er sonst ist. Und es ist wieder der nach oben. Ja, also jetzt müssen sie ganz schnell was ändern. Erwin weiß es auch, das ist Matchball, oder? Das ist jetzt der Matchball, ja. Das ist doch deutlich klarer, als ich es mir erwartet hätte. Ja, ich habe da schon so ein Gefühl gehabt, dass das passieren könnte. Du hast gerade vorher gewonnen, Benni, stimmt, du hast das gerade miterlebt, wie er gerade drauf ist. Und die Leistung von Benni ist wirklich... Ja, Benni will dranbleiben. Vielleicht sollten sie nochmal wechseln. Ja, da ist der Wechsel. Passiert auch. Guter Pass von Benni, Matchball. Schuss von Benni. Benni kann ihn halten. Und den Ball auch sichern.
Jetzt wieder schießen, glaube ich. Ein Timer schaffen Sie, glaube ich, noch, oder? Oh, guter Schlussversuch. Ich habe die Anfeuerung aus dem Publikum, von Daniel und von Benni. Vielleicht beendet der Daniel jetzt die Partie. Das wäre so der Klassiker. Wäre passend, ja. Ja. Oh, sehr schöner Schuss. Mit so viel Gefühl. Mal schön bei sich behalten können, der Benedikt. Ja. Passversuch jetzt. Spannend, was er da jetzt auspacken wird. Ah, der Erwin kann den Ball sichern. Ja, da kommt das Timeout, da kommt garantiert das Timeout. Das kann man nicht machen, dass er da jetzt schießt. Das kann man einfach nicht machen. Macht er. Okay. Ja, vielleicht ist das Selbstvertrauen groß. Schaut so aus. Leg den Ball zurück. Jetzt, komm, jetzt kommt das Timeout. Jetzt kommt das Timeout, oder? Schießt er nochmal. Der Schuss war nicht schlecht. Ja. Ein bisschen glücklich. Das wäre fast schief gegangen. Ich hätte jetzt eigentlich auch mit Timer gerechnet. Aber 4-4, jetzt ist alles 4-4. Sehen wir da doch noch das Comeback? Jetzt kommen sie im Ballbesitz. Ja, der Bene nimmt das Timer. Der Bene nimmt garantiert das Timer. Und da gibt es auch den Wechsel. Keine Timer mehr. Für Bene und Erwin? Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das Timeout jetzt wirklich genommen hätte. Ja, aber also, Benedikt ist nicht schlecht rausgekommen. Ja, natürlich ist es auch die Frage, wie er sich gerade fühlt. Also wenn er die Hose voll ist, dann nimmt man das Timeout, wenn die Hose nicht voll ist, dann schießt man. Und der Erwin hat die Hose auf jeden Fall nicht voll gehabt jetzt gerade vorher. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Benny sich nicht schon ganz gut auf den Erwin eingestellt hat. Ja. Ja, sehen. Vielleicht hat der Erwin da doch noch was auf Lager. Wenn man ganz genau schaut, der Benny steht sehr statisch, der fährt aber in den Schuss rein. Ja. Das wird passieren. Das ist halt sehr unangenehm. Den konnte er jetzt nicht ausschließen. Ja, mal in die Ecke. Seine Variante. Daniel jetzt wieder Matchball. Nee, das war nichts. Aber der Benny hat ihn bisschen glücklich. Und jetzt sehr schöner Pass. Ja, Benny ist jetzt motiviert. Das und jetzt steht der Erwin wieder hinten. Also nach oben. Wetten wir ihn angenommen? Nein. Ja. So, wir schauen uns jetzt nochmal an, den Matchball. Ja, der Leichtcheck zurück auch noch. Der Erwin ist eigentlich gut gestanden. Ja. Schade. Aber trotzdem muss man sagen, also die Leistung von Benni auf der 3 war sehr stark. So, ich werde mal die beiden jetzt starten und einmal kurz mit Ihnen ein Gespräch führen. Wie das? Astrid, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, drückst du mir einfach da. Ja, mache ich. Und wir gratulieren auch nochmals aufrichtig zum Platz 3 zu einer sensationellen Leistung. Benedikt Bosch. Sind wir im Bild? Sind wir gut im Bild? Sind wir gut im Bild? Sind wir gut im Bild? Zum Erwin Kramer möchte ich noch dazu sagen, dass wir werden gleich ein Interview führen, da mag ich auch noch was zu sagen. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Ne? Ich habe das ganze Finale gesehen. Benni, kannst du eigentlich auch runterschießen? Nicht so gut, nein. Also, war das von Anfang an der Gameplan? Du hast ja, ich glaube, 1,5-2 Sätze lang nur nach oben geschossen. Hast du gleich am Anfang einen Read gehabt auf ihn? Oder wie kommt das, dass du so lange nur diesen einen Schuss präferierst? Also, ich habe mir 1,5 Sätze vorher im Einzel angeschaut von Erwin und habe halt genau diese, also wo er mit dem Außenmann reinfahrt, dass der links aufgeht. Und habe mir halt vorgenommen, das auszunutzen, so lange wie es geht halt, ja.
Ich glaube, das ist jetzt, ist es euer zweites oder drittes Turnier? Gemeinsam. So ein zweites Turnier gemeinsam, beim zweiten Turnier gleich ein Erfolg. Daniel, von mir großes Lob. Ich finde, du hast das ganze Turnier extrem solide gespielt. Wir haben ja gestern auch schon mal kurz darüber gesprochen. Wie fühlt sich das an, mit Benny zu spielen, der gefühlt so lange Tischfußball spielt, wie du Jahre alt bist? Ja, super angenehm. Egal, er kann besser spielen von hinten und spielt so stark vorne. Kann man nichts Schlechtes sagen. Super. Also ist das auch für die Zukunft jetzt angedacht? Also habt ihr vor, die ganze Saison gemeinsam zu spielen? Ist das der Plan? Haben wir eigentlich noch nicht so geredet. Ja, gleich mal Ding festmachen, würde ich jetzt sagen, oder? Gleich mal. Benni, wenn du jetzt dieses Turnier Revue passieren lässt und das, an das Vienna Open auch zurückdenkst, wie fühlst du dich im Moment auf Galando? Und ich nehme mal an, du wirst nach Nantes fahren. Wie siehst du da jetzt deine Chancen oder wie bereitest du dich vor auf so ein Turnier, wo dann auch auf anderen Tischen gespielt wird? Also ich fühle mich zurzeit ganz gut auf Galando. Man muss halt. Ja, also ich das ist eine schwierige Frage. Also bevorbereiten kann ich sagen, ich versuche einfach viel auf verschiedenen Tischen zu spielen, auch auf viel auf Bronzini, wo es was schwierig ist und so. Und ja, ich habe jetzt den Faden verloren. Soll ich noch irgendwas Ich kann dich auch noch fragen, also du bist ja jetzt im Einzel noch drinnen, im Halbfinale, zu meinem Leidwesen. Ich habe gegen Benny eine knappe Partie verloren gerade im Viertelfinale. Wer ist dein Gegner, weißt du das? Ja, der Leon Kogelnik. Leon Kogelnik. Okay, ich wünsche dir noch viel Glück. Ich gratuliere euch beiden recht herzlich zum Sieg. Gut vorbereiten. Ich freue mich drauf, das jetzt gleich nochmal zu sehen. Sehr gut gespielt, danke. Danke sehr.